Wir reagieren heute auf die Twitch-Streamerin Finessi. Ich hatte sie ja letztens einmal geradet und was danach passiert ist, das schauen wir uns jetzt alle zusammen einmal an. Kurz am Ende des Beitrags, nämlich dass wir Bilder von seinen Privatjetflügen gesehen haben und mit Zeugen aus seinem Umfeld gesprochen haben. Welche Wirkung dieses verkürzte Zitat hatte, kann man Oh, bei haben die am Anfang gesagt, oh. Ich sollte mehr zuhören. Rezo sehen. Auf Nachfrage gab man sogar zu, dass es der Redaktion von STRG F bei der superreichen Doku eigentlich. Ich lasse es mal so stehen. Ich lasse es mal so stehen. Ich möchte nämlich, dass ihr den Chat sehen könnt. Achtet mal bitte darauf, was der Chat macht. Egal war, ob da jetzt Superreiche zu sehen sind. Bitte was? Also, danke Es für ging die um den Lebensstil. Also das verstehe ich schon irgendwie. Ehrlichkeit, aber das hat ja dann nichts mehr mit Journalismus zu tun, ne? Wir haben sowohl seinen Background gecheckt und uns erst dann für Theo als Interviewpartner entschieden. Und das haben wir übrigens dem Business Insider auch so mitgeteilt. Ah. Vor allem das Vorgespräch und die überprüfende Recherche vor dem Dreh waren für uns ausschlaggebend, ihn als Protagonisten zu wählen. Das erwähnt der Business Insider aber leider gar nicht. Gehört Stratmann. Und Agitator, vielen, vielen Jetzt. Dank für den Raid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen Wunder. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe sie geradet und jetzt, wie gesagt, schauen wir uns an, was genau dann passiert. Von Stream. Wir schauen gerade das Rezo-Kritik-Video von STRG F. Und ja, ich sag mal, irgendwie haben da alle sich nicht mit Ruhm bekleckert. Sagen wir es einfach mal so. Alle haben gute Punkte, alle haben aber auch irgendwie so, hä? Ja. Keine Ahnung. Ist so. Ist so. Ist halt, ja. Eigentlich auch gar nicht so wichtig irgendwie. Merke ich gerade. Jetzt, wo ich das erklären muss, merke ich so, eigentlich ist es wirklich irrelevant. Verdammt. Die Erkenntnis kommt manchmal spät, aber sie kommt, okay? Und wir sind auch gleich fertig damit. Wir sind gleich bei dem nächsten Video. Was habt ihr so gemacht? Und Frank, ein Wundervoll. Schön, dass du da bist. Man zu den 10 reichsten %, die auch für den meisten CO2-Ausstoß verantwortlich sind? Ja, aber vor allem, er fliegt im Privatjet, fliegt nach Dubai, hat. Mein Take, alles geplant, die schustern sich gegenseitig Aufmerksamkeit. Ja, bestimmt. Bestimmt. Weil Rezo das auch braucht. Und Störung F auch. Einen entsprechenden Lebensstil. Ist er superreich? Wenn man darunter zum Beispiel Elon Musk oder Bill Gates versteht, nein. Wir haben zwar an keiner Stelle im Film gesagt, dass Theo Stratmann superreich ist, aber wir haben im Titel und Thumbnail des Filmes zugespitzt. Theos Bild, daneben der Text Superreiche, klar, man spitzt im Titel oft zu, aber das hier war irreführend und hat sicher zur Diskussion beigetragen. Deshalb haben wir das geändert und werden zukünftig damit vorsichtiger sein. Okay. Ja, finde ich gut. Ist doch fein. Also, das fand ich jetzt auch nicht, also, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so problematisch. Rezos Kritik an uns war hart und wir nehmen sie sehr ernst. Den Punkt mit seiner Therapie zum Beispiel, das hätte uns auch im größten Stress echt nicht passieren sollen. Schon. Am Ende bleibt, schaut weiter bei allem, was ihr auf YouTube seht, kritisch hin. Bei uns, bei Rezo, aber auch bei More Nutrition, um die es ja eigentlich gehen sollte. Wir sind hier. Ein Gespräch von Oscar Lafontaine. Wer ist das denn nochmal? Der Name sagt mir was. Wer war denn das? Genau, also wir haben die Antwort von Rezo haben wir schon gesehen gehabt, ja. Oder meinst du jetzt hier drauf nochmal? Weil die erste haben wir geguckt. Bitte sag nicht, dass es jetzt noch eine gibt. Ich bin komplett verwirrt, aber danke nochmal für den Raid, I guess. Oscar nicht, aber der Name sagt mir was, aber warum? Ne? Ich meine, trotzdem danke nochmal für den Raid, I guess. Ihr habt es gemerkt, ich habe sie aus Versehen zweimal geradet. Das lag daran, dass ich halt beim ersten Raid nicht wusste, ob das technisch funktioniert hatte und deswegen ja zweimal auf dieses Raiden geklickt habe. Naja. Ja, MT aus HB, erinnere mich bitte im nächsten Stream an den Auftritt von Kübersbusch. Heute haben wir leider nicht so viel Zeit. Das wird ein ganz kurzer Stream heute. Ah, immer der SPD-Politiker. Okay, I see. Gibt es einfach zu viele SPD-Politiker auf diesem. Ein vernünftiger Ex-SPDler. Oh, okay, das ist was Schönes auf dieser Welt. Wie gesagt, achtet auf den Chat, das habe ich gerade geschrieben. Freunde der kulturellen Information, ein Wundervoll. Bin ich wieder in einer Perception, bitte nicht. Immer der SPD-Chef, Ministerpräsident des Saarlandes, Mitbegründer der Linken. Okay, I see.
auf viele, aber nicht auf alle Vorwürfe eingegangen. Weitere Infos findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören. Over and out. Frohe Weihnachten. Never forget Balken schreibt gerade, wenn der vernünftig sagt, muss der verschwurbelt sein. Tschüssi. Sympathische Zuschauer, die diese woken Streamer so haben. Wenn der vernünftig sagt, muss der verschwurbelt sein, ist es so? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste dann mich nochmal mehr mit diesen Menschen beschäftigen. Ich beschäftige mich gerade. Also sagen wir mal so, LaFontaine ist für eine friedensfördernde Außenpolitik, er ist dafür, dass eben die Reichen nicht immer reicher werden sollen, er ist dafür, dass die Finanzmärkte reguliert werden sollen. Sprich, der ist total verschwurbelt. Gerade mit viel wichtigeren Sachen. Und zwar mit Störungen gegen Rezo. Verdammt, doch nicht. Ja, wir reden nur über Oscar LaFontaine, das ist richtig. Wagenknecht sagt vernünftig, okay, also Bullshit. Wie fiel dir die Antwort von Steuerung F? Ja. So, jetzt beginnt der interessante Teil. War Gutes dabei, war Scheiße dabei. Okay, war jetzt keine schlechte. Ja, manche Sachen war ich schon so, nee, sehe ich nicht. Aber waren auch gute Punkte dabei. Ich sag mal neutral. Der ist mittlerweile ziemlich schwierig, okay. Hm. Achso, und wenn ihr... Okay, ich dachte schon, es gab eine Antwort zurück. Boah, ne, bitte nicht. Die werden wir uns aber nicht angucken. Keinen Bock auf noch was. Wenn ihr jetzt eh schon hier seid, dann schaut doch noch mal in unsere alte Mono-Tischen-Reportage rein. Oder schaut in dieses... Das ist jetzt die beste Werbung dafür. ...das Video. Ist Social Media peinlich? Das Ende von Seven vs. Wild. Wie gerechtfertigt ist die Kritik? Wild... Gott, Wagenknecht ist die einzige Hoffnung, die Linke in Politik Deutschland. Also meinst du, eine transfeindliche, rassistische Person ist die... Transfeindliche, rassistische Person. Jetzt achtet darauf, wie Finessi das zu belegen versucht. Ist, okay, wenn das unsere einzige Chance ist für die Politik in Deutschland, dann gute Nacht. Dann definitiv gute Nacht. Transfeindlich, ja. Er hat sich schon öfter transfeindlich geäußert. Deswegen. Ja, niemand hat sie, aber ein Beleg für diesen ja, harten Vorwurf hat sie auf jeden Fall nicht. Das ist mein Grund, sie, die nicht mehr zu wählen, die Linken, ne? Das ist so ein bisschen doof gewesen, jetzt ja nicht mehr. Zum Glück machen woke Streamer einen verschwindend kleinen Anteil an den deutschen Wahlberechtigten aus. So, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Bitte belegen, könnt googeln, da findest du viel zu. Überhaupt Hoffnung für Deutschland? Ich hoffe doch. Informiert euch selber. Also wenn ich hier irgendwen jetzt transfeindlich oder rassistisch verleumde, dann wird das ja wohl stimmen. Also die Belege, die könnt ihr euch dann selber raussuchen, aber ich hole jetzt einfach mal so Vorwürfe raus. Oh, lassen wir das die Speerspitze her, wenn dann können wir es wirklich lassen. Das alle Leute, ich finde nichts. Du hast nicht gegoogelt. Safe. Hier, wie gesagt, ich habe euch gesagt, achtet auf den Chat. Wenn man mit linker Politik national und sozialistisch meint, dann ist Wagenknecht die Frau. Ja, Wagenknecht die rechte Sozialistin. Wer kennt sie nicht? Hat ja beispielsweise auch der Spiegel genauso geschrieben. Wagenknechts Programm ist ein gemäßigt sozialdemokratisches, wie es eigentlich jeder SPDler vor dem Jahr 1990 noch vertreten hätte. Also Willy Brandt, Helmut Schmidt, Oskar Lafontaine, das waren Leute, die haben so ein Programm noch vertreten, wofür Wagenknecht jetzt steht. Aber das ist national und sozialistisch, ja, auf jeden Fall. Und transfeindlich und rassistisch natürlich auch. Safe. Ja, Wagenknecht ist im Schwarzer Bund, ja, und alles Schwarze ist ja massivst transfeindlich. Also, eine radikale Feministin wie Alice Schwarzer, die ist massivst transfeindlich. Natürlich hier auch kein Beleg, sondern einfach ein Vorwurf, der ja einfach so aufgestellt wird, ohne das mal zu hinterlegen. Irgendwie vergessen alle irgendwie, wie Google funktioniert, sobald mal Kritik gegen sie kommt. Auch die rassistischen Texte sind grenzwertig, ja. Aber das ist schlichtweg eine Lüge. Nein, ist es nicht. Sie hat sich schon öfter transfeindlich geäußert. Oh, Seelchen, die Links funktionieren hier im Chat nicht, aber du kannst gerne weiterschicken. Nein. Ach so. Okay, du hast jetzt noch nicht geguckt, ob das stimmt oder nicht, aber nein. Ich weiß, dass es nicht stimmt, weil man mir sonst diesen Beleg schon geliefert hätte.
Ich meine, du bist ja nicht die Erste, die Wagenknecht so einen Schwachsinn vorwirft, die sich Dinge ausdenkt, die nicht stimmen. Von der rechten Seite und anscheinend auch von der woken Seite, wie wir gerade gesehen haben, wird faktenwidrig behauptet, Wagenknecht wäre sozialistisch, was sie nicht ist. Sie ist auch nicht kommunistisch, sondern sie ist eine absolut gemäßigte Sozialdemokratin, wenn man sich ihr Programm ansieht. Nein, hat mich jetzt überzeugt. Jetzt hast du natürlich recht. Das ist natürlich ein Argument, da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Außerdem daraus ist keine Hoffnung für linke Politik. Nee, nicht wirklich. Allein das erste Ergebnis, Wagenknecht in ein Selbstbestimmungsgesetz, absurd. Ja, guck mal. Ja, guck mal, das Selbstbestimmungsgesetz ist absurd. Was ich einfach so, nur weil ich mich jetzt plötzlich danach fühle, mein Geschlecht wechseln kann, das ist doch absurd. Also, das kann man doch keinem vernünftigen Menschen mehr erklären. Na, doof jetzt, ne? Ah, Agitata verteidigt auch Nemesis. Okay, pff, okay. Tilted Floste. Ach, der Twitch-Hetzer, der versucht hat, die militante Veganerin zu canceln. Gut, dann kannst du. Und der auch Proletopia und Nemesis wirklich aufs Übelste angreift. Auch nix. Dann kannst du nichts mehr. Halt, das. Wenn halt Menschen den Holocaust verharmlosen, gut findest. Und als, also, wenn du die Richtung. Bitte belegen. Also auch Nemesis hat für mich einen absolut gemäßigten pro-demokratischen Eindruck gemacht. Also ich glaube, gegen so etwas würde ich, wenn ich Nemesis wäre, juristisch vorgehen. Das ist ein Vorwurf, den man nicht leichtfertig erheben sollte, aber mit leichtfertig erhobenen Vorwürfen kennen sich Walker-Streamer ja aus. Wenn du umgehst, dann kannst du halt auch nicht mehr viel erwarten. Das stimmt natürlich. Das ist natürlich dann doof. Naja, machst du nix, ne? Den Wokismus kritisiert ist transfeindlich. Okay, gut, weg mit dir. Nicht jeder, der den Wokismus kritisiert, ist transfeindlich. Ihr habt es gerade gelesen, jetzt wurde ich gerade gebannt. Also so reagieren Wokisten auf Kritik, wenn man sagt, ich sehe Sachen anders als du oder beleg doch mal bitte, dass irgendjemand transfeindlich, rassistisch, was auch immer ist, dann wird man gesperrt. Also diese Leute sind nicht an Diskurs interessiert. Diese Leute sind daran interessiert, ihre eigene Ideologie durchzubringen. Diese Leute sind daran interessiert, ja, ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten. Und da wollen sie natürlich keinen Diskurs. Ihr habt es gerade gesehen. Wokismus schon benutzt. Also sie verbreiten Lügen über andere Leute, um sie zu canceln. Also was Finesse hier gerade gemacht hat, das hat einen strategischen Hintergrund. Sie macht das, um diese Leute aus dem Diskurs auszuschließen. Sowohl Nemesis als auch Wagenknecht. Sie will diese Leute unmöglich machen. Deswegen verbreitet sie hier Lügen. Das ist eine ganz geschickte Strategie. Beziehungsweise von Finesse hier jetzt nicht so geschickt angewendet. Sonst hätte, ich meine, andere Wokisten, die reißen dann doch wenigstens irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang oder stückeln sich irgendwelche Beweise zusammen, sodass es so aussieht, als wäre Wagenknecht tatsächlich transfeindlich, was sie nicht ist, oder als wäre sie rassistisch. Wenn man sich dann ganzen Kontext ansieht, dann sieht man, okay, stimmt überhaupt nicht, was uns hier gerade erzählt wurde. Finesse behauptet es einfach nur. Ja, ich brauche das ja nicht belegen, googelt selber. Da wird schon irgendein Lehrter oder sowas zugeschrieben haben. Nutzt. Er kann mir gestohlen bleiben, bin ich ehrlich. Nicht so vielen Dank für den Raid, ich habe mich vertan. Habt ihr es gerade gehört? Wer das Wort Wokismus benutzt, der kann mir gestohlen bleiben. Sprich, wer meine politische Ideologie kritisiert, ja, weg mit dem. Nicht so vielen Dank für den Raid. Also so agieren diese Wokisten. Ihr habt es gerade live und in Farbe hier auch in diesem Stream gesehen. Schön, dass wir das hier festgehalten haben. Das Video wird selbstverständlich auch auf YouTube online kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.